siehst gut aus, man sieht's dir an, du hast es weit gebracht und bist bereit zu tun, was du am besten kannst, vom Vater zum Sohn, so war es immer schon. Chile für das beste Mann. In vielen Gesichtern kannst du es sehen. Du gibst alles und noch mehr von dem, was du zu geben hast. Weißt du genau, was zählt? Gillette. Gillette Labs. Unsere nächste Generation der Rasur. Für das Beste im Mann. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Mustang. Es ist einfach Begeisterung pur. Und ich würde jetzt sagen, haut rein und schaut das Video bis zum Ende. Ich würde mich freuen. Euer Skybro ist raus. Medal off. Und danke. Ja, Mädel und hallo Leuten, ich bin's wieder, der echte Marvin oder aber auch Sky Büro oder Sky Tiger. Alle drei Namen gelten und sind unter Experimentalphysikern in aller Welt anerkannt. Ja, Leuten, was geht denn? Was gibt's Neues? Ja, habt ihr bestimmt schon alle 100-mal mitgekriegt. Der Reini, unser Krokettenkardinal, der hat sich zum gefühlt 15. Mal abgemeldet von jeglicher Internetpräsenz und hat seinen TikTok-Account stillgelegt, jedoch nicht gelöscht, was darauf schließen lässt, dass er eventuell demnächst wieder reaktiviert wird, denn wir kennen ihn. Ja, denn er ist der Ankündigungslord und wo Ankündigungslord draufsteht, ist auch Ankündigungslord drin. Ja, Leuten. Und was gibt's sonst noch? Ja, hier der Goodfly. Ja, ihr kennt ihn. Unser kleiner hat sich immer noch nicht gemeldet wegen Doppelklatsch. Ja, hat er nicht. Weil er ist eine ganz große Feigheit. Leute, bevor ich es vergesse, noch ganz, ganz liebe Grüße an den allerbestesten, allerechtesten Ungol von der ganzen Welt. Grüße gehen an dich raus, mein Lieber. Yeah! Ja, Leute, und am 1. April ist es soweit. Da wird der Konsum von Cannabis legalisiert, unter Auflagen natürlich. Also es gibt da auch Gesetze, an die man sich halten muss, um den legalen Konsum zu vollführen. Ja. Und zu dem Ganzen habe ich natürlich auch eine Meinung, die ich euch jetzt
kundtun möchte. Moin Freunde und herzlich willkommen. Euer echter Marvin ist wieder mal am Start. Heute wieder mal ein anderes Thema. Und zwar geht es wieder um Thema Cannabis. Ja. Eigentlich will ich dazu eigentlich gar nicht viel sagen oder erklären. Ich will einfach nur meine Meinung sagen. Ich hatte ja schon ein Gespräch gehabt und habe so gesagt, dass ich ja so blind Cannabis legal gehen sollte, dass man dafür einen Schein machen soll. Dass man sagt, okay, dafür gibt es jetzt geschäftlich irgendwie, ja keine Ahnung, so wo man hingeht und halt einen Schein macht, um zu wissen, was darf ich mit dem Cannabis machen und was darf ich nicht, ne? Welchem Gesetze darf ich, welche Gesetze darf ich halt nicht, was ist strafbar und sowas. Ich finde mal, man soll Cannabis legalisieren wird. Das Problem ist, dass wenn Leuten den Schein machen, dass die das dann halt, sag ich mal, haben und Cannabis kaufen, dass die es einfach irgendwelchen Jugendlichen weitergeben. Und wenn sowas kommen wird, und es wird sowas wahrscheinlich kommen tun, wenn man dann wieder dieses Rad, dieses sieht, wie das Deutschland oder in Deutschland, bevor dieses Cannabis überhaupt kam, dass es davor vielleicht weniger gestorben sind oder weniger Drogen oder sonst weiß ich genommen haben, durch diesen Legalisieren mehr geworden ist, illegal geworden ist oder aber auch nicht. Cannabis legal, aber illegal an irgendwelchen Leuten, die nicht diesen Schein haben. Ja, also ich sehe es halt so mit meinen Augen, so Zigaretten ist ja was völlig anderes wie Tabak. Ja, Nikotin ist ja aber, das ist was anderes. Und wenn Cannabis legalisiert würde, dann nicht mit 18, sondern viel älter. So vielleicht mit 45 oder so. Oder in diesem Schein zu machen. Aber ich finde, dass die Älteren es von Ärzten oder sowas verschrieben bekommen. Für die Älteren, die sowas brauchen. Jetzt nicht jeder, aber die, die es brauchen. Aber nicht dem Jugendlichen. Ich habe jetzt einfach nur geguckt und Kommentare bekommen. Ein Fan von mir, den ich schon sehr lange kenne, der damit Alkohol, ich will davon nichts hören, weil ich habe meine Meinung und ich möchte mit Cannabis nichts zu tun haben. Und wenn jemand das raucht vor meinem Nase, dann sage ich, ey, was rauchst du da? Nimm doch eine Zigarette, schmeiß den Scheiß weg. Ja, wird man nicht hell machen. Der Wiffern wird mal einfach nur blöd in eine Birne drin. Weil man weiß ja, was mit Cannabis passiert. Aber damals war es ja auch schon so, dass Cannabis geraucht wurde. Deswegen die Gehaltspolitik mit dem Thema. Nee, danke. Nein. Nee, danke. Du musst mir einfach so vorstellen. Vielleicht hat man so Kinder oder so, man ist Vater. Und wenn man jetzt durch den Cannabis auch wieder anfängt damit, wir tun dem Kindern leid, Alter. Es sei denn, er braucht es. Wenn er Krankheiten hat oder so, dann ja. Dann ist okay, ne? Aber mit Schein ist besser. Oder dass es nur dem Apotheken bekommt. Dass wenn man von Ärzten sowas unterschrieben bekommt, dass man es dann nimmt. Schein nur ab einem bestimmten Alter. Kein 18, so mehr so 55 oder so. Das hat in meinen Augen mehr zu tun.
denn man ist mit 18 nicht so ganz erwachsen, aber so mit 22, 23, 24 oder so, immer ein Jahr älter wie das Jahr, oder mit 25 oder so, wäre das schon so sinnvoll. Weil man da quasi schon so ausgewachsen ist und nicht mehr so Affe ist, ne? Genau, das finde ich auch okay. In Apotheken oder so, das ist okay. Aber auch nicht einfach so, dass man hingeht, ich brauche dies und das. Ne, so nicht. Alles, wenn man nur so mit Ärzten unterschrieben hat oder so, privat oder so, keine Ahnung, Rezept dafür, dass man ein Rezept dafür hat, finde ich eigentlich sehr gut. Und wenn es so sein sollte, aber einfach so, dass man einfach so sagt, so, ja, ich habe Stress, mir geht's gar nicht gut, mir ist so stressig, ich brauche sowas, bitte. Nee, sowas nicht. Nein, nein, nein. Da muss schon wirklich einen Grund geben, ja, okay, hier, du hast Schmerzen. Ja, natürlich kostet das bestimmt auch Geld, das gibt es bestimmt nicht umsonst in der Apotheke, aber so finde ich das dann okay. Also jetzt sage ich mal so im Geschäft oder so, wo man frei hingehen kann, so ab 18 oder so, finde ich Blödsinn. Auch wenn es nur 3 Gramm sein sollten, ne. Ne, Leuten, Apotheke und das war's. Oder halt so in Schule, so wo man diese Schein machen kann. Den Kifferschein, den Harzschein, den Ich-Smoke-Weed-Schein zum Beispiel. Ja, dass man einfach so auch den Schein verlieren kann und dann kann man den erst in 3-4 Jahren neu machen muss oder sowas, ja. Oh, 20 Gramm, 30 Gramm, war das nicht mal 3 Gramm? Ich weiß nicht, was Papa Labalatte hat, aber ich will das direkt so abfacken, Alter. Oder es will, ey, Dicker. Nee, man muss schon Schein machen. Selbst wenn ich jetzt so ein 24-Jähriger in seinem Zimmer hat oder so, oder in seiner Wohnung, oder sein Bruder, irgendwer, sein Neffe ist dabei und der ist kurz weg und in einem Augenblick hat er das jemand eingesteckt. Da könnte man wieder kotzen tun. 3 Pflanzen pro Person. Da sagt man mal, man wohnt in einem Familienhaus mit 20 oder so, was weiß ich, mit Garten oder so Pflanzen. Nee. Und da wahrscheinlich zahlt man dafür auch bestimmt Steuern. Ja, die Politik will natürlich Drogengeld haben, weil wenn es für Cannabis keine Droge ist, ist es für mich trotzdem eine. Auch wenn Cannabis nicht so schlimm ist, ist es trotzdem noch eine Droge und man wird davon ganz schön blöd. Ich find's einfach doof, ich find's einfach blöd. Man muss es schon legalisiert werden sollen. Dann soll es auch richtig sein. Also so richtig, dass man so komplett zufrieden ist. Aber pro Person muss es einen Grund geben. Ja, sonst werden sie so richtig high und dann wundert man sich doch, warum so viele Menschen dadurch sterben. Man kann es ja doch dadurch sterben, wenn man es 24/7 so reinfrisst, dass man neben Zigaretten das da raucht, alle 5 Minuten, dass man seine Kippen leer hat und dann einen neuen anzündet, das finde ich schon doof, diesen Rezepten. Denn wie gesagt, diesen Rezept ist gut, ja. Und Pflanzen, wo man den Schein hat, anders fröhlich. Und natürlich ein bestimmtes Alter. Also so mehr als 18 muss dann schon so mehr so wie 25 sein. Ich selber bin ja auch schon alt genug, aber selbst wenn ich diesen Alter habe, möge ich diese Scheiße nicht machen, weil ich ein normaler Mensch bin und nicht dumm, wie anderen es wollen. Weil die Politik verdient damit richtig gutes Geld, den Leuten werden sich dem kaufen, werden sich schnell dafür zahlen und dann kommt das Geld richtig gut rein. Wenn ich das nicht verdientes Geld habe, ist es Drogengeld. Es ist Drogensteuer draus und ich finde es, meine Meinung ist, ich finde es Drogengeld, meine Meinung. Oder Cannabisgeld, kann man auch sagen. Es ist falsch, ja? Drogengeld. Dafür müsste es auf jeden Fall Gesetz geben. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, ich gehe zu Lidl und da gibt es das jetzt auch und dass ich mir ein Tütchen kaufe, um es bei dir einzupflanzen. Es muss natürlich ein Entscheiden sein, es muss kontrolliert werden. Ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt bei sowas bei sich im Garten privat irgendwo bei sich aufbaut, dann wird die Polizei ja auch nicht so einfach bei euch reinkommen. Ah ja, ein Pflanzencannabis, Polizei und so, kann man nicht kontrollieren, ja.
Also dafür braucht man schon echt, keine Ahnung. Da finde ich schon eigentlich schon wieder Blödsinn. Also, wie die das machen wollen, ist einfach Blödsinn. Wie gesagt, Apotheke ist dem Einzigen, was Sinnvoll geben kann. Das mit dem Cannabis pro Person. Jeder kriegt 3 von diesen Cannabispflanzen. Ich würde schon sagen, es wird so 20.000, 100.000 Leuten ist. Ja, du kannst sowas nicht kontrollieren. Kannst du einfach nicht. Ja, das war's auch schon hier aus. Da gibt es bestimmt auch schon anderen Videos, als schon mit 3 Stunden oder sowas hier. Worauf kommt es bei der Cannabis-Legalisierung an? Ich würde aber nicht mehr darüber spentulieren oder Videos machen. Ich sage einfach mal meine Meinung, wenn sowas kommen sollte und es wird so wirklich sein sollen, dann ab dem 1. April, dann wirklich nur, wie es kontrolliert wird. Ich sage jetzt mal so in Clubs, wo man smoken kann oder in Apotheke. Aber nicht mehr wie 20 Gramm oder 25 Gramm. Vielleicht damit kommt dann für die älteren Menschen etwas alt sind, aber selbst dann den älteren Mensch es nicht wollen. Es muss schon von jeder richtig kontrolliert werden. Es soll jeder einen Schein machen. Und von Alter von 25 oder mit 18 kann man es auch schon doof. Es gibt 18-Jährigen, die einfach immer nur Scheißen bauen oder einfach nichts in die Ketten bekommen. Also ich finde als man kaufen kann in so Cannabis, keine Ahnung, Geschäften hingeht und sich dann hingeht und irgendwie kauft, ich brauche deine Schein, den alten, den Schein gibt's. Und dann Käufer und den Käufer, ja, oder den Besitz, Eigentümer, ich finde das einfach den sinnvoll, dass man den einfach so den 3 Stück bekommt, 3 Pflanzen hast, also 3 Cannabispflanzen da einpflanzen kannst und dann kommt noch irgendein Kollege, der auch den Schein hat, und dann noch dem Kollegen gibt. Also du kannst diesen Ganzen nicht einfach kontrollieren oder bei jedem im Garten einfach so auftauchen als Polizist oder sowas. Es gibt schon privaten Grundstücken, da darf man nicht einfach so drauf. Sag ich mal so, natürlich, unkürlich, Zeit, keine Ahnung. Man kann das Ganze einfach nicht kontrollieren. Also bevor man das ganz sicher sein kann, dieses darzustellen, man muss diesen Gesetzen richtig klar und deutlich machen und nicht so, dass pro Person 3 oder so viel, viel Leuten und in einem Haus wohnen, 6 bis 7 Leuten und wenn man da einen kleinen Garten so für einpflanzen, dann können die fast selber unter dem Tisch mal irgendwie unter dem Geld verdienen. Vielleicht zahlen die ja auch irgendwie, ja, Falschgeld zum Beispiel als Steuern. Und es ist einfach nur blöd. Man soll das schon richtig reinschauen. Also für mich ist auf jeden Fall Cannabis tabu. Wenn ich sowas sehe und es gibt so Leute, die irgendwo so auf die Straßen hergehen und kleinen Kindern das mitbekommen. Also ich bin gespannt, wie das so in den nächsten 10 Jahren läuft, ob es schlimmer geworden ist und wenn ja, geht es an die Schuld von Politik, ja, die es halt legalisieren wollen und diesen Rezept finde ich einfach nur blöd. Also ich würde sagen, das war jetzt so meine Meinung. Ja, Leute, jetzt habe ich schon so lange mir den Mund fusselig gereden getut. Da wird es natürlich auch mal Zeit für einen kleinen Werbung. Und zwar gibt's immer noch bei mir in meinem Merch-Shop, dem YouTubern Sky Tigern Tasse.
aus Broselan und aus dem Broselantase schmeckt alles mindestens viermal so gut wie aus herkömmlichen Broselantasen. Denn nur dem YouTubern Sky Tiger und Broselantase ist dem Originalen. Und wir wollen mal schauen, ob es auch daraus schmeckt. Leuten aus dem Broselantase schmeckt alles mindestens fünfmal so gut wie aus normalen Broselantasen. Und nur in dieser Woche gibt's dem Original-YouTubern Broselantase für zum Preis von nur sagehafte 84,79. Das ist ein Preis, den kann man nicht abschlagen tun. Ja, Leuten. Oh, es geht auch weiter mit den Cannabis-Gesetze. April 1. geht es los mit der Kiefer auf den Straß. Es wurde auch ziemlich gut schon in den Kommentaren reingeballert. Fast den meisten habe ich durchgelesen und ihr schreibt ja immer in diesen Kommentaren keine Beleidigungen, sondern besser eure Meinungen, was ihr vom Cannabis halten tut. Ihr selber soll für euch selbst eure Meinungen aufschreiben und nicht direkt über mich reden. Was ich sage, ist meine Meinung. Da haben die anderen die Krümel zu halten, ja? Die Krümel bleiben auf der Torte. Da haben die anderen halt nichts zu sagen. Politik und Cannabis? Ja. Dem Titel geht ja eigentlich komplett auf dem Cannabis und kein Politik. Und ich weiß gar nicht, was den anderen alles so rumkrümelt, ja? Wenn er meint, oder Politik oder so, ich mach meinen Waffenvideos, ich darf meine Waffen hier zeigen, ich darf hier mein Messer bestellen und zeigen, Leuten, ich darf mir so ein Messer jetzt hier bestellen, sieht schön nice aus, hat einen schönen Design, sieht gut aus, modern, dies, das, Ananas kannst du nicht, hast du nicht gesehen, und ich muss auch kein Experten sein, um Videos zu machen oder messen. Ich darf das machen, was ich gerade als gut denke, ja? Und wenn es mal ein Politikvideo ist, dann sage ich wohl meine Meinung. Ja, ich muss jetzt nicht 20 Videos hier aufsuchen und es ist eine ist okay, der eine macht mit Cannabis oder mit Cannabis, ohne Cannabis. Und wenn ich ein Video sehe, dann reagiere ich auch darauf. Auch wenn ich diesen einen Minute reagiere, was meine Meinungen sind. Die anderen Leute, die auf irgendwas anderes reagieren oder etwas gucken, das juckt mich ein Scheiß, ne? Entweder du bist jetzt 20 Stunden daran, für eine Stunde da scheiß Video zu machen, oder du reagierst sofort darauf und sagst deine Meinung, was richtig ist, ja? So, ich weiß jetzt auch, dass damals in einem Nachrichtenvideo von Bild gesagt wurde, dass wenn Cannabis legalisiert wird, dass man dafür einen Schein machen muss. Aber mit 18 ist komplett falsch. Man sollte es für viel älter machen, so ab 45, damit den Leuten vielleicht auch da schon irgendwie erwachsen sind, und nicht wie ein klein Billigkind Sinn klingt. Also, da gibt's so Unterschiede. Man kann nicht sagen, Cannabis ist dasselbe wie Alkohol. Und die Zigaretten ist nicht so schlimm wie Cannabis, ja. Kannst du so wegrauchen, wie du willst, ja. Und von Cannabis wirst du high, ne. Also, wie wenn man eine Bong raucht, ist genau das gleiche. Ich habe noch nie Cannabis geraucht. Aber ich weiß ganz genau, wie das so ist. Da wirst du high.
da wirst du blöd, da läufst du gegen die Wand. Und da gibt's bestimmt so irgendwelchen Jugendlichen, die es einfach so abbekommen haben von irgendwelchen Jugendlichen oder in der Schule, wie auch mehr Schuld, richtig nicht der, der 18 ist, sondern dem Politik. Weil die es natürlich legalisiert haben. Ja, wenn es eine Legalisierung ist, dann ist ja Gras. Und dann immer durch die Gegend ballert, dann weiß man, was in jemand in 30, 40 Jahren ist. Dann wird Gras legalisiert. Damit hat Politik natürlich Drogengeld verdient. Natürlich, Steuern ist viel Kohlen. Ja, ich weiß nicht, was Carsten Stahl dazu sagt, aber ich habe ein Video geschaut von Carsten Stahl heute. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, es war was anderes über Politik oder so. Über Chitai oder irgend so ähnlich. Keine Ahnung. Irgendwie so einen großen, flächigen gekauft haben, gebaut haben und von uns nur das Geld haben wollen. Wie gesagt, also ich sage mal so, Alkohol ist ja was zu saufen, ne? Man kann Alkohol ja nicht kiffen, ne? Saufen sind zwei verschiedene Sachen. Das Rauchen und Alkohol sind zwei unterschiedliche Sachen. Sind zwei unterschiedliche. Aber es wirkt, sage ich mal, nicht gleich, aber auch gleich. Es wirkt halt anders. Zigaretten, davon wirst du nicht high. Wenn man auch viel Zigaretten raucht, wird man nicht high. Wenn mein Schachtel mal alle ist, hole ich neue, dann gehe ich ja arbeiten. Wenn Stress gibt's, dann mehr. Aber ich hab's auch geschafft, mal 5 Tage nichts zu rauchen, wenn ich keinen Kipp mehr hatte und in meinem Portemonnaie gähnende Leeren war. Ja, das ist schon so, ne? Man kann nicht sagen, zum Beispiel jemand raucht, mit dem Rauchen anfängt, so Thai werden, ne? Rauchen ist für mich, ja, wie soll ich sagen, ganz normal, nichts Schlimmes. Natürlich, wenn man am Anfang raucht, hustet man, weil man noch nicht so gewöhnt ist an Zigaretten. Aber Cannabis ist ganz anders. Das ist genauso wahrscheinlich wie Mambon raus. Da wirst du grün in den Augen, dann sieht man alles grün. Und wenn du Alkohol trinkst, dann wirst du natürlich auch ballaballa. Aber von irgendwas man nicht labern solltest, also Alkohol und Zigaretten sind zwei unterschiedlichen Sachen. Aber es haben beide das Bierkonsum. Ich kann jetzt nicht sagen, dass man jetzt von Rauchen besoffen wird. Nur wenn man zu viel raucht und falsch zieht, dann kriegt man Kopfschmerzen. Alkohol zu saufen, davon kannst du blöd werden und man kotzen. Aber Cannabis, irgendwie geht es mir nicht darum, dass man von Alkohol, wenn man zu viel säuft und säuft und säuft, stirbt. Und bei Cannabis ist nicht so. Wenn du Cannabis viel rauchst und rauchst und rauchst, bekommst du irgendwann Krankheiten, vielleicht noch schlimmer als mit Zigaretten hier. Also das sind halt diesen, könnte ich sagen, dies, das, ich bin nicht dumm, Cannabis ist keine Droge. Doch, es ist eine Droge. Es war auch schon seit Jahren so. Also erzähl du mir, was du willst. Also Krümel, die nichts zu reden haben, bleiben auf dem Kuchen. Also ich mach mir erstmal keine Zigarette an, weil ich hab keine. Ja, so, bin ich jetzt dumm? Nö. Also, ein cooles Video mit Politik von Deutschland, Drogengeld durch Steuergeld, Cannabis. Ist das richtig so? Findet ihr das richtig so? Dann Politik mit Geld verdient durch eigentlich Droge ist. Eigentlich Droge bleibt, bleib auch eine und werde auch irgendwann, wenn ich genug von diesem Cannabis eingesammelt habe,
die es gar nicht in den Hand bekommen haben. Hier bei mir im Ohr zum Beispiel muss ich schon aufpassen, wenn ich das schon alles einkassiert habe von der Straße und wenn ich dann ganz viel habe, werde ich dazu ein fettes Video machen, wo ich das einfach angucke. So eine Scheiße muss nicht in der Welt verbreitet werden. So eine Scheiße muss nicht in Deutschland, wenn die Leute meinen, ja okay, ist Cannabis, dann fahr nach Holland, ja? Oder sieh am besten dahin. Also, ne. Wenn du meinen Straße ist fröhlich nach Cannabis, dann sterben die Niesen nächste Generation als Kinder der Welt, alles so aussehen, als Kantonemen sind. Vor dem Kindrauch. Schon daran gedacht? Ja, dafür ist mir ja zu dumm. Dafür haben den Leuten ja gar keine Ahnung, den Krümel zu halten. Und den Krümel bleiben ja auf der Torte, auf dem Kuchen. Ja, weil die Leuten einfach keine Ahnung haben. Weil die einfach so scheißen Kommentaren zu geben, keine Ahnung zu haben. So, ich muss keine Ahnung haben. Ich sehe ja auch nicht so aus, als würde ich Ahnung haben. Ich bin nämlich eher hageldumm. Und wenn ich meine Meinung sage, dann ist dem, was ich sage, zufrieden sein. Es ist einfach in den Meinungen, den Kommentaren, eure Meinungen zum Cannabis. Aber nicht über mich sagen, das, was dem gesagt hat, ist falsch. Der ist so ein Trottel. Nee, gibt's nicht. Schreibt eure Meinungen, was ihr zum Cannabis hält. Denn wenn ihr irgendwas über mich schreibt und denkt, ja, das bleibt ja jetzt nicht so in meinem Video stehen, ne? Ich sage ja mal, mein Video ist ja mein Kanal, da haben den Krümel nichts zu melden, ja? Wenn jetzt da Leute schreiben, komm mal weiter so, dann kann man da auch nichts machen. Niemals als den Hälften Hedern haben mich abonniert. Also mal überlegt, bevor ihr euch diesen Drachen nix scheißen gemacht habt, hatte ich 2,28 Abonnenten, ne? Dann kamen vielleicht so 1000 Bage Gewäsche dazu. Ja, nicht so doch, Heder, aber eigentlich nicht, weil ich schon vielen blockiert habe. Ja, das ist schon mal Videos. Also, ich habe mehr Fans als Heder. So, dass das schon mal klar ist, ja. Und die Heder, die einfach nur arbeitslosen Kackstudenten sind, sollen sich mal einen Job suchen, damit die was zu tun haben. Aber über Internet so einen Scheiße verbreiten und wieder dann so klein zu sein, ich schwöre, ihr seid alles nur Scheißis. Such euch einen Job, Diggi, und die alle Drachis sollen sich einen Job suchen und die das Geld sofort in den Arsch geschoben. Ja, man merkt man, dass ihr nicht fähig seid, dem Drachi, ja? Alter, ich weiß jetzt nicht, also Eltern so, ich weiß jetzt nicht so, sorry auf jeden Fall für die Leute, die gerade im Internet so Kinder, also im Internet so große Labern scheißen, ihr solltet die Polizei vor den Tür stehen haben, wegen dem Scheiß, den ihr gemacht habt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist eindeutig meine Meinung, meine Kritik. Und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, einfach mal dem Schnauzen halten. Und wenn es wieder ein Politikvideo kommt, einfach nicht draufklicken. Muss ja nicht sehen tun, Alter. Oder wenn ich jetzt ein Video von Chinggis Khan gucke, dann heißt es einfach nicht mehr, ich gucke jetzt kein Chinggis Khan. Ab und zu mal klicke ich halt rein, wenn irgendwelche Shows macht. Oder so, was ich jetzt ausprobiert. Es heißt, es ist Zweikanal. Es melden, damit es von YouTube entfernt wird. So ein Chinggis Khan gucke ich halt nicht, ne? Oder ich gucke halt Videos, so Shots machen oder so. Und er macht es trotzdem. Also dem, was er gerade macht, ist YouTube Regeln gebrochen. Er hat einfach getan, was eben nicht darf. Aber ob es legal ist, ist eine andere Frage. Aber ich habe es ausgestellt.
ob ich es ausgestellt habe oder nicht. Und wenn das so ist, darf ich den Videos von dem Genghis Khan melden tun. So, ne? Und die anderen Krümel haben wieder nichts zu sagen und den Mund zu halten. Vielleicht sollte ich mir noch eine Einschilderung geben, von dem ich mir mal sage, okay, ich möchte nicht, dass man auf meinen Videos reagiert, denn irgendwelchen dummen Leuten, die irgendwelche Ahnung von nix haben, die sollen eigentlich Content von nix haben. Und die Drachis machen einfach Content über den anderen drüber. Und den Abonnenten ist nicht fein, weil dem kriegt kein Geld gespendet tun. Für den Rainer Winkler ist ein Aal. Kontinuierlichen Aal. Ja, kritisieren tun, Mobbing betreiben. Ihr betreibt Mobbing. Allem Drachis betreibt Mobbing. Das, was ihr tut, mach ihr auch, ja? Dem Drachenlord ist ein riesengroßes Loch. Und ihr seid auch allen anderen, tatsächlich, ihr seid alle ein großes A-Loch. Und ihr könnt mich nicht vergleichen mit anderen Nummern. Telefonnummer ist anders. Für gleichen Operation könnt ihr nicht vergleichen. Nur weil Operation hat Drachenlord und nicht nur einen kleinen Operation, kann man nicht sagen, boah, der hat nicht gehabt als Drachenlord. Was labert ihr? Alles mal Krümel halten. Den Krümel halten in der Torte. Ja, einfach mal Fresse halten, einfach mal Klappe halten. Dem interessiert keinen. Ja, Leuten, und ich glaube, wir kommen auch so langsam zu Schluss, weil mir fällt auch gar nichts mehr ein, was ich noch so sagen kann wegen dem Cannabis und dem Fett wegbekommen. Also Leuten, ich würde mich freuen tun über einen Kommentar unter diesem Video und gebt vielleicht, wenn ihr dazu Lust habt, einen Daumen nach oben, einem Reich. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Echte Marvin. Und ich würde mal sagen, das saßen Nierhaus. Yeah.